komm schon. So, die nächste Hausmarke hier. Danke sehr. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer ist. Das heißt, wirklich überall, wo diese Dinger sind. Stimmt. Ist aber nichts, den haben wir ja rausgefunden. Hier haben wir das Licht, glaube ich, auch schon entzündet. Irgendwie so. Aber für 200 Meter dauert das schon echt lange hier, ne? Gut, sind auch durch Schulgelände, muss man wirklich sagen. Es geht auch durch Schulgelände und Co. und tralala. Oh yeah. Die Hütte des Wildhüters. Ne? Ist geschlossen, klar. Hintertür. Auch. Gut zu. Knuddelwuffs. Oh je. Sind noch ein. Nö. Auf Stufe 2. Ach, naja. So, warten. Wir müssen wieder warten, ne? Nun können wir anfangen. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch... Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Oh je, okay. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt?
Ich hoffe nach Süßigkeiten. Jared mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine... Machen wir weiter. Füttere und... Ja, so. Diesel, so wie du es bei Gerald getan hast. Ich möchte gerne. Dann eben nicht. Oh oh. Na gut, das Ding kann ich eh. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Hallo. Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Bitte sehr, hier bin ich. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Psst, psst, hier drüben. Ja, was ist denn, Sweetie? Kann ich was für dich tun, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest
bedeutet es das für uns? Ich konnte nicht einfach nur dastehen und zusehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Ich bin nicht sicher. Worum geht es denn? Wart's ab. Ich verspreche dir, es ist nichts Schlimmes. Im Wald nichts Schlimmes? Klingt gut. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher die Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Warum kann ich das die... Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, Zauber nicht mehr wir sind ausführen. Fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht, du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Du hast recht. Es klingt, als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst ziemlich entschlossen. Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
So, da unten haben wir, glaube ich, noch Chlorfliegen, ne? So. Für Tränke. Hier hätten wir auch noch zwei, ne? Gibt's auch direkt in Gläser, ne? Abgefüllt zum Sammeln. So, Aufträge, nächste. Jetzt können wir Schlösser knacken irgendwann, ne? Mondstein ist sehr wichtig für die Innereien der guten Saataten. Hallo. Und furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Sabatol haben nichts verloren in Hogsmeade. Ja, stimme ich ihr zu. Das ist so. Trolle haben echt nichts verloren. Kann ich überhaupt? Jo, kann ich. Juhu. Aber hier wieder nicht. Okay, ich verstehe die Welt nicht. So, Haupttürchen rein hier. Oder, nee, Glockenturm ist da ein Hintereingang, ne? Soweit ich mich erinnere, ist das der Hintereingang. Kann aber auch ganz was anderes, also kann wirklich ganz woanders sein. Hogwarts ist sie so riesengroß, dass. Darf ich bei irgendwem die Hausaufgaben für Zaubertränke abschreiben? Nö. Stimmt, ne? Hausaufgaben gibt es hier irgendwie im Spiel auch nicht. Schlafen muss man nicht. Oh, ist irgendwie perfekt. Du hast Everett. Meine Großmutter. So, zur Viaduktbrücke. Piefs. Der Kollege ist auch nicht mehr ganz dicht. Das Geheimnis der Brücke haben wir, also der Viaduktbrücke haben wir eigentlich, ne? Das ist gar nicht mehr so anders, als wir das mal gehabt haben. Oh. So, jetzt sind wir beim Glockenturm, genau. Special Hüte haben wir hier. Revelio. Das ist jetzt die Eingangshalle. Da sind wir von einem Ort zum anderen. Ging schnell, aber wir hatten auch das Ding schnell geöffnet. Okay. Wir sind auf dem Weg zum Schlösserknacken. Hallo, ich bin's, Garrett. Nö. Muss Schlösserknacken-Aufgabe lösen. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ach, wir müssen warten. Natürlich.
Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Zum Glück haben wir eine Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Nein? Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich muss weiter. Entschuldigung, tut mir wirklich leid, aber das war's von dieser Runde. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Und ciao. Und für euch geht's gleich weiter. Ihr wisst es. Bis geht.